Hallihallo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Dishonored 2. Ist eine neue Aufnahme und wir haben beim letzten Mal Sokolov gerettet. Wir sind jetzt wieder drin, weil wir haben noch was zu erledigen. Das wären zum einen... Wieso muss ich zum Wagen? Das ist ja nicht meine Quest. Kirin Jindosh wäre eigentlich die Quest. Ich muss mal kurz nachschauen. Ich will ihn nicht töten. Finde den Elektroschocker. Und lass ihn bewusstlos werden. Das sind unsere zwei Quests. Wir können ihn natürlich einfach töten. Das wäre aber der schlechte Ansatz. Das wollen wir ja nicht. Ich nehme an, wir müssen zum Labor. Für den Elektroschocker. Wir können aber auch direkt zu Jindosh. Wir müssen ihn wahrscheinlich zum Elektroschocker bringen. Weil so wie das hier nach dem Bild aussieht, ist es kein handlicher, sondern so ein Stuhl. Das ist die Hauptquest, die wird natürlich angezeigt, weil wir haben... Oh Mist, ich bin ins Mikro. Das habt ihr nicht gehört. Ich hoffe, es ist nicht zu laut gewesen. Okay, bedeutet aber auch... Ach so, man sieht sehr schön, dass hinten auch eine Kamera ist. Das bedeutet, dass ich jetzt so schnell es geht hier weg muss. Hinterer Linsenstrahl aktiv. Diese Wiedergabe weist auf eine unabgespielte, autorisierte Person. Hoppla. Kampfprotokoll Wiedergabe für eindeutigen Gegner. Löse elektrostatische Ladung auf. Was? Wo bin ich? Weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Das nehme ich gerne mit. Oh, Alter! Ist mir egal, ich muss eigentlich ja nur hier weg. Ach so, das stimmt, die war ja zu. Solange die mich nicht nochmal elektrisiert, bin ich eigentlich safe. Ich glaube, ich gehe einfach hier unten rein, oder? Bin ich safe? Ich glaube, weil ich den Raum verlassen habe, finden die mich nicht mehr. Der hier wird nur bei Alarm aktiviert, deswegen bin ich jetzt kurz hier verheilt. Oh, nee. Ja gut, ich glaube, das wird so nichts. Ich lade das Spiel aber nochmal. Autospeichern, wo war denn das jetzt? 17. Da habe ich ein Autosave gehabt. Das will ich vielleicht nicht unbedingt aktivieren. Ich glaube, das hier war der normale Savepunkt, den ich beim letzten Mal erstellt habe, nach dem Datum her. War jetzt blöd. Vor allem habe ich gesehen, das sind wieder Menschen. Das ist natürlich auch zum Kotzen. Ich wusste nicht, dass die respawnen. So, ja, hier bin ich wieder. Mein Problem, den habe ich schon abgespielt, ist jetzt nur, wie komme ich an denen vorbei, ohne am besten etwas zu werfen. Ach, da. So eine Birnensprudel ist natürlich die perfekte Ablenkung. Diese Wiedergabe weist auf eine Mondmarschstahlentdeckung hin. Also, der hat mich... Wie konnte der mich sehen? Hallo? Au. Ich hoffe, ich bin hier einigermaßen safe. Ich sehe diese nicht mehr. Und hier sind sie auch nicht.
Mein Problem ist jetzt nur, dass irgendwo hier ein Mensch sein muss. Aber hier ist keiner. Wo ist denn der letzte hin? Habe ich eigentlich einen? Nee. Den Wartezimmerschlüssel, den habe ich noch nirgends gefunden bis jetzt. Ich glaube aber, ich bin von der anderen Seite schon hingekommen. Der ist ja eh defekt. Benutzt am besten nochmal die Nachtsicht. Sind Sie etwa außer Atem? Wie lange halten Sie noch durch? Außer Atem? Nee. Ich gönn mir nur eine kurze Pause. Ist doch erlaubt. Ah, ich sehe schon, das hier wäre der Knopf, zum, um das hier wieder zu auszuwechseln. Brauche ich aber nicht. Ich will ja eigentlich nur das Knochenartefakt, was sich dort hinten verbirgt. Das habe ich nämlich noch nicht gefunden bis jetzt. Oder noch nicht danach gesucht, sollte ich vielleicht eher sagen. Das müsste irgendwie hinter dem Raum sein. Wie komme ich nur darüber? Das ist die andere Frage. Vielleicht von oben. Dazu müsste ich aber hochspringen können, was aber hier ist alles zu. Ich weiß, ich bin mit dem schon mal hochgefahren und... Nee, runter, stimmt. Das Teil fährt ja runter, wenn ich hier... Oder? Nein! Es fährt hoch, aber ich glaube, hier war ich auch schon. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, hier war dicht. Ja, war es. Okay. Schade. Ich muss da irgendwie hier oben drüber. Wie war nochmal der Zoom mit V? Z? Y? Y. Ist es da ein Raum? Ich weiß es nicht so genau. Das sieht mir nach... Das ist eine Tür, auf jeden Fall. Ja, schon gut, ich will ja keinen Ärger. Dort ist der Durchgang. Das heißt, ich müsste irgendwie dort drüben nach oben... Das fällt mir jetzt auf. Hätte ich das früher gesehen, wäre ich auch besser doch. Ich müsste eigentlich jetzt hier auf die nächste Etage kommen. Mein Problem ist natürlich nur, wie komme ich hier hoch? Ich mache mal hier einen Schnellspeicherpunkt. Der Typ labert immer noch den gleichen Müll. Das ist schön und gut. Ich weiß, ich war hier schon mal. Aber ich habe hier nicht so genau geschaut, ob ich nach oben kann. Das könnte nach oben gehen. So funktioniert das also. Aha. Ich glaube, auch hier war ich schon, aber ich glaube, es sollte gehen. Ich habe so das Gefühl, ich komme hier am nächsten ran, aber... Alter. Alter. Toll. Das habe ich ja wieder hinge... Bin ich denn jetzt wieder gelandet? Das ist immer noch hier hinten. Darüber muss ich. Hier kann ich rein. Also so weit, so gut. Okay. War hier nichts zum Aktivieren? Nee.
Ich komme auch von hier nicht rüber. Aber hier ist ein Fenster. Okay. Da habe ich doch was entdeckt. Die ist zum Glück so blöd, wie sie aussieht. Ich glaube, ich benutze einfach einen Schlafbolzen. Schnellen Speicherpunkt setzen. Oh, toll. Das nenne ich wohl das perfekte Timing. Ich kann einen außer Gefecht setzen. Aber wenn ich den Alarm aktiviere, bin ich fällig. Lieber Mark, ich habe deine Nachricht erhalten und stimme dir zu, dass es Zeit wird, Essen zu fassen. Leider sind wir noch im Dienst. Ich sage Bescheid, sobald ich mehr erfahre. Von Herzen, ich. Schön. Ich brauche die Nachtsicht aktiv. Wenn die sich wieder umdreht, muss ich nämlich eingreifen können. Der Typ geht wieder. Jetzt wäre es nur noch Zeit für dich, Riecht nach Pisse, Drecksloch. Komm, lass mich doch rein. Alter! Da willst du mich verarschen. Geht doch. Komm du mal mit. Was? Meine Federwerke waren Ihnen nicht genug. Sie töten auch meine Wachen. Was? Sind die leichter zu ersetzen. Was? Wie habe ich denn das? Ich schwöre, das war ein Unfall. Aber das will keiner glauben. Tja. Manchmal kann man halt wirklich nichts dafür. Kurzen Test. Der kommt, glaube ich, von... Da ist er. So, ich werfe den jetzt nicht dagegen. Was ist er denn da? Was hat er? Was war das? Irgendein Holzverk. Ach so, die andere. Der ist gegen die Fensterläden gekracht und hat den mitgerissen. Ja, gut, das, ja. Passt. Das Metronom starten muss ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall richtig hier. Dort hinten ist der Wagen. Da unten ist das Knochenartefakt. Ich check nochmal, ob hier noch mehr ist. Eine Rune in dieser Richtung ist noch und das wären, glaube ich, alle, oder? Ja, eine Rune und das Knochenartefakt. Ich glaube, ich muss nicht schleichen, aber ich mache es mal lieber. Was war das hier nochmal? Ein Walöltank? Ja. Walölfüllstation. Zwischen 3 und 7. Motivation, Intelligenz, Leidenschaft. Vielleicht etwas, das ich nicht messen kann. Ich versuch's trotzdem. Soll ich den jetzt nicht aktivieren? Erstmal Schnellspeicherpunkt und ich aktiviere ihn jetzt einfach. Ich weiß ja nicht, wie spät wir haben. Okay, wir können also von hier runter. Das ist gut. Ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite und hole mir noch das Knochenartefakt. Ich hoffe, die Tür lässt sich öffnen. Ja.
Markierung haben. Sie haben mein Schlafzimmer gefunden, wobei ich kaum schlafe. Mein Geist dreht sich immer weiter. Schön, sein Schlafzimmer. Hier baut er an seinen Prototypen. Ach, Kabelwerkzeug, sehr gut. Das Ganze hier ist inaktiv. Noch mehr Kabelwerkzeug, das ist gut. Okay, wir haben hier einen Brief von vom Herzog, nice. Und das hier möchte ich sehr gerne haben. Das hier wird nicht klappen, oder? Nee. Du siehst mich nicht. Gut, die Maschine hat etwas entdeckt. Hat sie nicht. Nicht autorisierte Person. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Nicht heute. Alter, den habe ich auseinandergenommen. Eine Tafel. Cool. Ich hab keine Ahnung, wie ich den so schnell auseinandergenommen habe. Ich habe null Plan. Eigentlich wollte ich ja nur das hier. 150, nice. Das schaue ich mir, da ist noch mehr Text, das schaue ich mir gleich an. Was auch immer das hier. Alter. Das, da stimme ich zu. Ein bisschen Geld hat er liegen lassen. Hatte er liegen lassen, ist jetzt meins. Hier drin ist nichts Besonderes. Das hier will ich gleich aktivieren. Warte, irgendwas ist hier. Wo ist das andere? Da 50 Meter in diese Richtung. Das hier ist das. Wahrscheinlich komme ich mit dem Hebel nach unten. Aber aktuell schaffe ich es nicht. Bedeutet, ich schaue mir jetzt den Text an. Wo ist der? Hier. Kirin, mein teurer Großerfinder. Ihr scharfer Verstand ist unübertroffen. Kein anderer meines inneren Zirkels könnte derart technische Wunder vollbringen. Ich weiß die hervorragende Leistung ihrer mechanischen in Dunwall zu schätzen. Wie sie Emily Colvins Getreue in Fetzen gerissen haben. Und Brianna Esworth bezeichnet ihre Mithilfe als Oraculum. Hilfe am Oraculum. Oracle. Keine Ahnung, das werden wir vielleicht noch rausfinden. Also, das setze ich. Delilah wird zufrieden sein. Bitte senden Sie einen Boten, sobald Sie alles Nötige von Sokolov erhalten haben. Die Methoden seien ganz Ihnen überlassen. Alles ist erlaubt. Wir müssen einen Weg finden, Ihre mechanischen in größeren Mengen zu produzieren. Ihr Herzog, Luca, Abele. Ramsay und der Kronmeuchler waren nur der Anfang. Ich muss Delilahs andere Verbündete finden. Jindosh, den Herzog, alle. Das, war klar. Konditionierung Sokolovs. Hat er auf dem Bett noch gekritzelt. Sokolov verweigert die Zusammenarbeit. Hartnäckiger als gedacht. Er ist ein sturer alter Bock. Was ihm zum Verhängnis werden könnte. Wenn ich nicht mit dem Elektroschocker aufpasse. Ich will Sokolov gefügig machen, doch er soll mir weiterhin helfen können. Eine neue Version von Mechanischen zu entwerfen. Im Moment kostet jeder Soldat ein Vermögen, doch mein alter Lehrer und ich finden sicher eine Lösung, die Ausgaben zu senken. Mit alten Lehrern meint er garantiert Sokolov.
Haben wir sonst noch irgendetwas? Ein Text oder etwas in der Art? Ich glaube, wir haben alles. Das heißt, es wird Zeit für einen Hebel.